Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Heute mit einem kleinen Special-Video. Und zwar habe ich, bevor das jetzt in 5 Presse wechseln, noch ein bisschen mit dem Striker experimentiert. Bisher habe ich immer mit Steady Aim Pro gespielt. Weil mir das noch gedacht hätte, kann ich es ein bisschen gezielter wegfitzen. Aber ich habe gedacht, jetzt mit Extended Mags, wo ja 9 Kugeln verteilt werden, wäre vielleicht noch gut, wenn die Verteilung von den Kugeln ein bisschen grösser ist, um mehrere Typen einmal zu verwischen oder weniger in den Raum zu schiessen. Darum habe ich mal Dead Silence Pro 3 hier, damit ich mich noch gut anschleichen kann und dann auf eine Distanz komme, wo ich auch eine Chance habe. Und dass man beim Keien keinen Schaden nimmt, ist eh noch gut. Das Gameplay selber ist nicht wahnsinnig jetzt für Score, aber es hat eigentlich ein paar Events da drin, wo ich gerne möchte kurz beschreiben und wo eben auch der Vorteil in meinen Augen zeigen, wenn man nicht Steady Aim drauf tut. Jetzt hier nehme ich eigentlich immer die Route gerade, wenn ich Hardhead spiele und durch diesen spawnen. Jetzt habe ich schon schön einen mit der Range reinklickern. Also wenn der Gegner ein bisschen weiter weg ist, kann man gut schnell über Kim und Korn schauen und dann muss ich schon ein Stückchen schiessen. Auch ohne Steady Aim. Das ist wichtig. Das ist jetzt mit Dead Silence Pro und nicht Steady Aim. Da habe ich gesehen, dass der eine ständig einer am Camp war. Ich denke mal, ein Hagel entgegenschmeißen. Dass die schwulen Siechen immer bei dieser Röhre rumhocken müssen. Ich finde das eine Frechheit. Zieh euch das rein. Einfach ein bisschen draufgehämmert. Headshot, wunderbar. Und die schwule Sau, die dort im Ecken gehockt ist. Ja, ja. Aber eine Camper-Sau jetzt eigentlich fast in jedem zweiten Game wieder. Zum Teil, weil sie ein verdammt tiefes Level haben und der Schiss in der Hose. Und zum Teil, weil sie einfach voll Idioten sind, Mann. Also. Der Wichser, schnell denkt, mit der HG, etwa in die Richtung zielen, geschmissen und dann ist abgekratzt und jetzt müsst ihr das reinziehen. Zieht nicht das rein. Einfach mal ein bisschen draufgehämmert und dann sehe ich auch effektiv breich. Und ich denke, das ist genau wieder wegen der Streuung, wenn man eben nicht Steady Aim drauf hat, dass das so gut funktioniert. Jetzt hier nicht einfach raussäckeln, dann auch schnell abknipst und das ist definitiv ein Longshot für eine Pumpe. Passiert da nicht gerade zu viel wahnsinnig Spannendes, darum ein bisschen vorwärts spulen hier. Hier ist wieder so eine Schwuchtel, berühren. Hey, nein, das glaube ich nicht, wenn sie dort noch anblicken. Schwenk mit dem Messer. Jetzt hier ein bisschen aufs See drauf. Zur rechten Zeit noch schnell dreht, nochmal Schwenk. Und dann wird ich hier leider abkassiert. Von ihm oben dran. Kann passieren, ist halb so wild. Man ist halt schon ein bisschen eingeschränkt bezüglich der Richtungen, wo man herschauen kann, wenn man das Fleckchen allein nimmt. Zieht nach da rein. Hure geil. Einfach wirklich hure geil. Das Teil schießt mit der Range-Fähigkeit dermaßen weit und eben mit dem Spray, das es gibt, kann man hier richtig, richtig reinlassen. Wunderschön. Right. Schnell mal das A wieder genommen, damit wir hier weiterhin vorne bleiben. Ein bisschen drüber gemessert, zum Glück ist der Kollege mitgezogen. Stealth Bomber habe ich drin, weil mich das Teil zum Teil so hoch aufregt, dass ich mir gedacht habe, den nehme ich jetzt einfach auch. Weil es ist wirklich eine Frechheit, dass der bei dem Unterstützungspaket dabei ist. Aber wie gesagt, muss man das Zeug nutzen. Wenn andere genau den gleichen Shit machen, kann man sich entweder das Nerven ignorieren oder sich ein bisschen weniger nerven und dann freuen, wenn man es selber einsetzt. Das ist so ein bisschen Frage von Einstellung. Und da, zieht euch das rein! Ich halte doch nicht einmal wirklich auf diese Ziele. Klar habe ich durch Kim und Korn geschaut, oder über Kim und Korn besser gesagt, aber es ist Streuung. Die Knarre ohne Steady Aim. Ist einfach wirklich ein richtiges Biest. Hat du jetzt gerade ein paar Mal recht auf Fressen bekommen. Scheissen Dreck. Der Sniper durch die Mecke. Das ist ein Homo. So. Und das EMP ist richtig, richtig gut. Aber auch mühsam. Fürs eigene Team und für sich selber. Wenn es hier schnell so richtig weiss und kacke wird. Ich weiss gar nicht wieso, dass das einem selber auch passiert. Das sollte ja nur den Gegner stören. Und die Störung, die es für einen kurzen Moment gibt und das Zeug, was aus der Luft holt, das ist ja noch das eine. Aber nein, dass der Gegner eine Minute lang nicht
kann Zeug aktivieren. Das ist schon nicht schlecht. Weil das trifft dann auch auf den Assassin Pro Schimmler zu. Und jetzt müsst ihr schnell schauen. Triple Hit! Einfach mal klein gespreit! Das schauen wir uns noch mal gerne ein bisschen Slow-Mo an, weil das hat mich schon richtig, richtig wicked gedünkt. Hey, abgefahren, jetzt müsst ihr schauen. Der vorderste frisst Kugeln und der rechts davon wird auch abgeknebelt. Von diesen Schüssen zieht nach seinen, die sind gleichzeitig abgekratzt und er da, wo der hinter dem ersten war, hat er die zweite Salve eigentlich ins Gesicht bekommen. Es hat also wunderbar funktioniert. Bis der die einem hätte ich vielleicht jetzt nur gerade den Vorder spreicht mit dem ersten Schuss. Und ohne habe ich jetzt hier eigentlich auch den rechts wegputzen. Jetzt müsst ihr schauen. Schuss, zack, da links jetzt in diesem Perspektive geht um. Nach dem zweiten ist auch der dritte weg. Das funktioniert prima. Setzt euch mal her, Jungs. Jetzt wird mal ein bisschen chillt. Nein, das gefällt mir gut. Das gefällt mir wirklich gut. Also die Empfehlung ist, kein Steady Aim drauf tun, sondern etwas anderes. Stalker, man schaut ja eben schon nicht so häufig durch Kim und Korn. Und darum bringt es mir auch gar nicht so. Marksman eigentlich auch nicht. Dann haben wir noch Sidrap Pro, wo man ja Ding sieht. Das Equipment vom Gegner und die Pro-Version gehört man ja gegnerische Schritte viermal Leute. Das ist eigentlich auch noch easy. Aber das Problem ist, das gegnerische Equipment zu sehen, bringt eigentlich selten etwas, weil es im Spielen nicht viel. Schön ist er am Campen, schön ist er am Campen. Mit Claymore und Bouncing Betty, sowohl, dass man es ab und zu wieder sieht, aber kein Vergleich zu anderen Call of Duty Teilen. So, Sam Turret habe ich heute einfach schon sehr gerne dabei, weil das kann sich nachher ein bisschen um die Luftscheiße kümmern. Weil ich ja nicht Blind Eye drin habe, wird ich dann schon noch ab und zu von einem Heli oder so abkassiert. Yeah, du hast noch ein bisschen gezögert, man ist sich ja nie sicher, genau, der gewartet dort und wieder schön Longshot und dann ist der Sniper schnell gewesen. Der gut gemacht. Absolut verdienter Zweikampf. Und jetzt müsst ihr schauen, da ist schon wieder so eine Ratte rumspienzeln. Da kommen zwei Ratten, der eine wird vom Kollegen abkassiert und die hat hier schön um den Pfosten können rumwedeln. Und dann eigentlich der zweite, nein, das ist alles schön. Weil mit anderen Waffen, Maschinenpistolen, Sturmgewehr, schön, der Gegner geht gespawnt hier. Aber mit anderen Waffen stürme ich häufig einfach drauf los und da. Ja, versuche ich schon jede Deckungsmöglichkeit zu nutzen, nicht im Sinn von Campen, aber halt einfach, ja, wenn jetzt ein Element zwischen dem Gegner und mir ist, dann versuche ich vielleicht änder, dort mal ein bisschen drum herum zu tänzeln. Ja, das wär's gewesen. Noch eine scheiß UMP, Killcam, und das wär's cool gewesen. Hoffe, hat euch gefallen. Schönen zusammen.